Guten Tag auch. Gestern wurde die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals ausgelost und dem HSV wurde der Regionalligist Eintracht Trier zugelost. Ein Los, das mich besonders freut, denn Eintracht Trier schoss ja bekanntlich mit dem 2:1 den FC St. Pauli aus dem Turnier und der HSV hat somit die einmalige Chance zu beweisen, dass der einzig wahre Verein nur der Hamburger Sportverein, zumindest in Hamburg, ist. So, Eintracht Trier ist seitdem als Pokalschreck bekannt. Das hat so auch Michael Oenning gesagt und er meinte, er sei gewarnt und wird die Mannschaft sicherlich dann auch gut auf diese Mannschaft einstellen. Ich gehe von einem besseren Spiel aus als gegen Oldenburg. Da hatten wir mit 2:1 gewonnen. Zu Trier möchte ich noch sagen, dass diese in ihrem ersten Spieltag 2:0 gegen SC Wiedenbrück gewonnen haben und dass diese sicherlich sehr heiß auf dieses Spiel sein werden und alles daran setzen werden, das zu gewinnen, weil für die geht es natürlich um wesentlich mehr als für den HSV, für den großen Dino der Bundesliga. Die Spiele in der zweiten Hauptrunde werden am 25. und 26. Oktober 2011 ausgetragen. Ich freue mich total auf diese Spiele und in diesem Sinne nur der HSV.